Hallo Mascha, ich habe dich hier wiedergefunden auf dem zweiten Corona-Symposium. Hallo, freue mich auch. Und ich hatte dich das erste Mal wahrgenommen auf einer Demo in Magdeburg, wo du aufgetreten bist und gesagt hast, nicht mit uns. Kannst du nochmal wiederholen, worum es da ging? Nee, es geht darum, ich vertrete eine internationale Vereinigung von Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachfahren. Und neben dem Auftrag, ich sage mal sogar dem historischen Auftrag zu warnen, na, und aufzuklären, sehen wir uns auch in Pflicht zu sagen, dass wir den Missbrauch von diesen ganzen K.O.-Begriffen wie Antisemit, Nazi, Faschist absolut inakzeptabel finden. Denn dadurch werden diese Begriffe verharmlost und der wahre Antisemitismus im Grunde genommen wird auch geschürt. Denn diese neue exklusive Haltung von den jüdischen Mitbürgern, sie dürfen nicht hinterfragt werden, sie dürfen nicht kritisiert werden, sie ist natürlich falsch. Das ist eine Form von Auserwähltsein, die wir uns nicht wünschen. Denn auf diese Weise sind wir wiederum ausgeschlossen, wiederum Absonderliche. Leute sollten verstehen, dass Exklusivität und Exklusion genau das Gleiche. Überlebende des Holocaust hatten ja auch 2021 einen Brief an die EMA formuliert, damit sich das nicht wiederholt. Stehst du mit Vera Scheraff oder anderen in Kontakt, die das Thema thematisieren? Der Brief ist überwiegend meine Feder entstanden. Mit Vera Scheraff sind wir natürlich in Verbindung. Wir haben aber auch noch weitere Schriftstücke verfasst. Dieser Brief, der jetzt bekannt geworden ist als EMA-Brief, in etwa inhaltsgleich, mal kurz erwähnt, wo auch die im Oktober 2020 in einer FDA-Präsentation vorgeführte 22 bekannten Nebenwirkungen, fatale Nebenwirkungen teilweise, wurden auch in diesem Brief aufgenommen. Etwa inhaltsgleich im Brief, aber gegebenenfalls in anderen Sprachen, haben wir auch an andere Zulassungsbehörden geschickt. Sei genannt Neuseeland, Kanada, FDA natürlich und so weiter und so fort. Dann sind auch noch weitere Schriftstücke entstanden und ein davor war unser Anschluss an die internationale Strafanzeige in Den Haag. Vier Länder haben eine Anzeige angereicht, Frankreich, Slowakei oder Slowenien, Tschechrepublik und England, UK. Sie haben eine Strafanzeige eingereicht, die wurde sogar angenommen, nicht abgewiesen. Diese haben wir uns angeschlossen mit einem Brief an den Prosecutor, Chefprosecutor, der darüber eigentlich zur Verfügung hat und bis heute nicht verfügt hat, muss man dazu sagen. Dieser Brief wurde tatsächlich, um dem mehr Gewicht zu verleihen, von drei Holocaust-Überlebenden der ersten Generation unterschrieben. Das war Moshe Braun, Rabbi Hillel Handler und Vera Scheraff. Dieser Brief ist jetzt ein Zeitzeugnis und ist in einem Buch von der UK Weiße Rose wieder zu finden. Das Buch heißt Hope Amidst the Tsunami of Evil. Also ich bedanke mich für die tolle Arbeit, die du da leistest. Du arbeitest quasi im Hintergrund, ne? Du bist nicht viel zu sehen in den Medien. Ich bin nicht viel zu sehen in den Medien, das ist richtig. Aber dieses Video darf ich teilen. Ja, das darfst du doch. Ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass dieser Missbrauch, ich sage mal, ganze Nation verkrüppelnde Missbrauch des Holocaust-Vermächtnisses, der Antisemitismuskeule, geht so nicht. Und meine jüdischen Mitbürger, die Würdenträger, die dann sagen, dass sie alle Juden vertreten, tun das nicht. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, in meinem Namen, im Namen meiner Leute weltweit, nicht in unserem Namen. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Danke dir. Tschüss. Man sieht sich.